Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Matchday Nummer 7 in unserer Wrestling-Liga. Und wir starten direkt los mit einem sehr starken Match, also Rob Van Dam gegen Undertaker. Ich glaube, das kann sich sehen lassen für den Start von Matchday 7. Ich hoffe, es klappt alles. Hat ein bisschen gezickt gerade mit der Aufnahme. Aber ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Im Moment sieht es alles sehr gut aus. Aubrey Edwards hat ihren Job noch und weiter geht's. Ich bin sehr gespannt. Undertaker, auf wen habe ich getippt? Ich habe auf Rob Van Dam tatsächlich getippt, obwohl ich als Gesamtsieger den Undertaker gewählt habe. Ich bin gespannt, wie ihr getippt habt. Mittlerweile sind ja einige dazugekommen, was ich sehr cool finde. An dieser Stelle begrüße ich euch alle. Ich nehme natürlich immer ein paar Matchdays im Voraus auf, deswegen kann ich nicht immer auf die aktuellste Lage eingehen, aber es sind welche dazugekommen, das freut mich, das heißt, dass dieses Projekt bei euch ganz gut ankommt und das freut mich natürlich, es ist ein Versuch, es ist ein Experiment, dieses Projekt und wir wollen uns jetzt hier um Rob Van Dam und Undertaker kümmern. Das ist so ein Tipp, ich kann eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Ich könnte zwar für diesen Spieltag verkacken, wenn der Undertaker gewinnt, aber wenn der Undertaker am Ende Erster wird, wäre das ja trotzdem gut. Also sind Punkte für den Undertaker gar nicht so schlimm und wenn Rob Van Dam gewinnt, ist das für den Spieltag okay. Von daher bin ich wirklich sehr entspannt. Sehr entspannt, ich genieße es einfach und hoffe, dass Rob Van Dam mir hier die Punkte einbringt und dass der Undertaker am Ende Gruppenerster wird. Das wäre ganz schön. Wenn ihr etwas später dazu gestoßen seid, also nicht seit Matchday 1 dabei seid, könnt ihr natürlich nicht mehr auf die Sieger tippen. Diese Tipps sind nicht mehr online, beziehungsweise sind nicht mehr tippbar. Das musste natürlich vor dem ersten Matchday passieren. Aber da es aktuell ja keine Preise gibt, ist das gar nicht so tragisch. Wenn wir in eine zweite Runde gehen oder in eine zweite Season, dann wird es auf jeden Fall einen Preis geben. Ich bin immer noch am Überlegen, was ich da mache, aber, wieso nicht? Es soll ja ein kleiner Anreiz bestehen. Schöner Konter hier von Rob Van Dam erstmal. Ja, Shoulderblock und Undertaker röppt ein bisschen am Arm rum. Was soll's? Das ist noch nicht allzu hart. Leg Drop. Undertaker, oh, schöner Spinning Heel Kick von Rob Van Dam. Ich muss mal meine schlauen Zettel hier durchgehen. Was hat Rob Van Dam denn so gerissen? Er hat auf jeden Fall gegen Sabu verloren und dafür aber gegen Eddie Edwards gewonnen. Lange gehalten jetzt hier vom Undertaker. Deswegen, es ist ein Sieg und eine Niederlage. Also ziemlich undurchsichtig, was Rob Van Dam angeht. Der Undertaker hat sein erstes Match gewonnen. Das ist erst sein zweites Match. Also wenn er das verliert, wäre nicht so schlimm. Ist immer noch die Möglichkeit, dass er Erster wird. Und es wird mir ein paar Pünktchen einbringen. Ja, das Duell ist natürlich Impact. Rob Van Dam ist ja aktuell bei Impact, also bei TNA gegen WWE. Wir werden ja noch ein paar andere schöne Duelle haben heute. Kommt ja immer drauf an, in welchem Bracket welche Liga vertreten ist. Wir sind in Bracket A und da haben wir TNA Impact, WWE, wer ist denn noch dabei eigentlich? Ich glaube die ECW, ne? Sabu war für die ECW. Also wir haben ja immer drei Ligen, beziehungsweise drei Brands, die in einem Bracket vertreten sind. Undertaker, ja, es ist ein langsames Match, oder? Es ist ein bisschen langsam, noch keine richtig spektakulären Aktionen dabei. Oder ich habe eine verpasst, das mag sein. Was war das? Hat sich Undertaker einfach fallen lassen, oder was? So kann man natürlich einen German Suplex auch kontern. Einfach extra schwer machen. So, Rob Van Dam. Vielleicht jetzt eine Aktion vom Seil. Ja, vielleicht auch eine Aktion vom Undertaker. Nein, ausgekontert von Rob Van Dam. 8 Minuten Matchzeit sind um. Ihr seht ja an der Matchzeit, dass es ein bisschen schneller geht als die Realtime-Zeit. Leg Drop von Rob Van Dam. Whip-in. Oh, das kracht. Oh, Launching Clothesline vom Undertaker. Ja. Oh, Monkey Flip. Schöne Aktion von Rob Van Dam. Victory Roll wäre jetzt auch noch cool gewesen. Aber Undertaker hat so gar keinen Bock drauf.
Es geht wieder in die Mitte. Ja, Fujiwara Armbar, aber das wird nicht zur Aufgabe führen. Noch nicht. Whippen. Ah, Rob Van Dam, Elbow. Nochmal. Und da haben wir zumindest den Rolling Thunder. Nicht ganz, wie Rob Van Dam es eigentlich ausführt. Aber trotzdem, die Aktion ist wenigstens vorhanden. Und oh, Backslide. One, two. Noch nicht der Nearfall. Also, der Undertaker hat noch Luft. Er hat noch Luft. Oh, Tombstone vom Undertaker. Jetzt, genau, muss er ihn noch wegziehen und den Coverversuch machen. Ob es schon reicht, ein Tombstone? Eher nicht. Nee, auch noch kein Nearfall. Nicht mal nach dem Tombstone. Das zeigt mir, dass Rob Van Dam vielleicht noch mehr Ausdauer hat. Back Body Drop und... Na, das war kein unfairer Tritt. Der war noch im grünen Bereich. Und Dropkick wahrscheinlich. Ja, schön tief eingesprungener Dropkick. Sehen wir den Frog Splash heute von Rob Van Dam. Erstmal in die Mitte befördert. Was zeigt uns der Taker? Einen... Oh, gar nichts. Konter von Rob Van Dam. Und seinerseits der Back Suplex. Schöner Konter von Mr. Monday Night. Die Whole Effin Show. Ja, Vorarms. Aber Sidewalk Slam. Undertaker muss durchatmen. RVD auch. Wer ist schneller auf den Beinen? Boah, fast gleichzeitig. Da kann man keinen Favoriten ausmachen. Nein, mit einem Elbow wird er Rob Van Dam natürlich nicht besiegen. Aber Nearfall gibt es schon mal. Das heißt, Undertaker ist nah dran an einem Erfolg. Kontert jetzt hier, hat keine Lust, irgendwas einzustecken, was mit der Ringecke zu tun hat. Verständlicherweise. Wieder der Vorarm, das ist dieser japanische Strong Style. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier immer noch mit einem japanischen Fire Pro Wrestling zu tun haben. 5-Star Frog Splash und Undertaker steht auf. So kennt man ihn. No Sell vom Undertaker. Das hätte der Erfolg sein können. Big Boot, Sidewalk Slam. Undertaker steht sofort auf. Der will Schluss machen. Der will Schluss machen. Sehen wir vielleicht den Seiltanz? Da ist er. Der Dead Man's Walk. Wunderschön. Wunderschön. Und das könnte der Sieg sein. One, two. Nein, Kick Out. Kickout von Rob Van Dam, stark, aber der Chokeslam geht durch. Wieder das Cover, nicht zu nah am Seil. Nochmal der Kickout, okay, da, ich hätte jetzt wirklich gedacht, das war's. Aber Reversal von Rob Van Dam. Und der zeigt uns einen Inverted Atomic Drop. Vielleicht noch irgendwas Krasses, nein, Konter. Undertaker will das Match beenden. Zeigt hier an, mach ihn einen Kopf kürzer, Running DDT. Ist jetzt nicht die Aktion, mit der ich gerechnet hätte. Das ist die Aktion, mit der ich gerechnet hätte. Oh, Konter von Rob Van Dam. Er kontert den Tombstone aus und kann den Undertaker vielleicht niederstrecken. Er hätte covern müssen. Oh, das war ein starker Konter von Rob Van Dam. Alle beide sind fertig. Jetzt in die Ringecke. Wenn er nicht kontern kann, der Taker, hat er vielleicht ein Problem. Ah, nur ein paar Shoulderblocks. Nur ein paar Shoulderblocks. Und Back Suplex, okay. Beide müssen durchatmen, aber nur kurz. Das Tempo wird hochgehalten. Wir haben ein Zeitlimit, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ein Zeitlimit von 20 Minuten. Oh, Last Ride vom Undertaker. Oh ja, Last Ride vom Undertaker. Und das ist die letzte Reise. Das ist der Sieg für den Undertaker. Damit habe ich keine Punkte geholt in diesem Match. Das ist schade. Ich kann aber damit leben, ich habe ja schon erklärt, warum. Aber die zwei Punkte hätte ich trotzdem gerne mitgenommen. Boah, Undertaker. Mann, ey, das wird schwierig, den aufzuhalten. 100% Match. Original Final Powerbomb heißt hier der Last Ride. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Match, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Als nächstes sehen wir in Bracket B. Da haben wir... All Elite Wrestling, die Legenden und Ring of Honor. Und heute haben wir All Elite Wrestling gegen Ring of Honor, nämlich Kenny Omega gegen Flip Gordon. Gucken wir nochmal. Ja, Kenny Omega gegen Flip Gordon ist Matchday 8. Die Entrances sind so uninteressant, die lassen wir weg.
Und der nächste Kampf darf beginnen. Der kann von den Aktionen schon ein bisschen spektakulärer werden als gerade. Wobei, das war gar nicht so unspektakulär mit dem Konter. Und wir waren schon auf dem Weg zur 20. Und wir wissen, dann gibt es ein Unentschieden. Denkt bitte daran, Unentschieden immer 0-0 zu tippen, wenn ihr glaubt, es wird ein Unentschieden. Und bei den Siegern immer 1-0 oder 0-1. Niemals eine andere Zahl als 0 oder 1 nehmen. Denn wenn ihr das macht, muss ich immer... Das ist immer so ein Aufwand, das dann wieder zu korrigieren. Und ab der nächsten Season, wenn es dann um einen Preis geht, kann ich es auch nicht mehr korrigieren. Dann seid ihr selber schuld, wenn ihr dann falsch tippt. Jetzt kann ich das noch machen, da kann ich noch ein paar Augen zudrücken. Ja, damit es klar ist, weil es halt um nichts geht. Aber wenn es halt wirklich um Preise geht, oder um einen Preis für den Sieger, dann kann ich das nicht mehr machen. Ich kann dann natürlich auch keine Tipps mehr nachtragen, die vergessen wurden oder sonst was. Das dürfte klar sein. Da gibt es hier keine Wettbewerbsverzerrung. In der ersten Runde lasse ich das aber nochmal durchgehen. Wenn da einer mal 2-0 tippt statt 1-0, dann kann ich das noch korrigieren. Ist aber mehr Arbeit und deswegen bitte ich darauf zu achten. Und jetzt, auf wen habe ich getippt? Fast vergessen zu sagen, ich habe auf Kenny Omega getippt. Kenny Omega muss heute hier den Sieg gegen Flip Gordon holen. Auch wenn es im Moment nicht ganz so gut aussieht. Aber noch ein Null-Count. Also Flip. Das ist aber auch ein bisschen arg früh. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist so ein Critical Hit. Und damit der Knockout des Gegners. Und das kann immer passieren. Bei besonders harten Aktionen. Ja, also besonders Aktionen, die vom Strong-Style kommen. So Knee-Strikes, Forearm-Strikes. Es kann nicht bei einem ganz normalen Schlag oder so passieren. Schöner Pelé-Kick übrigens hier von Flip Gordon. Und es kann natürlich in Aufgabegriffen passieren. Jederzeit. Also auch in einem Boston Crab oder in einem ganz normalen Chin-Lock. Es kann immer ein Critical Hit passieren. Das passiert nicht besonders häufig. Boah, Standing Shooting Star Press, das wird niemals der Sieg. Aber es ist trotzdem eine schöne Aktion. Harter Tritt gegen Omega Moonsault, ja. Die wollen da sich gegenseitig ein bisschen toppen, habe ich das Gefühl. Schön ausgekontert, nochmal ausgekontert. Und, oh, mieser Schlag in den Nacken. Komm schon, Kenny, enttäusch mich nicht. Wir können ja auch mal hier wieder auf die Zettel gucken, was so passiert ist. Einen Moment, Anlauf. Schöner Back Elbow. Da sackt Flip Gordon zu Boden. Aufgabegriff. Das reicht nicht zum Sieg. So, wie waren denn die Matches so von Kenny Omega? Er konnte einmal Mr. Perfect besiegen und hat gegen Bandido verloren. Es ist also schon Omegas drittes Match. Bei Flip Gordon, wie sieht's bei Flip Gordon aus? Der hat einmal gegen Vader verloren mit der Vader Bomb vom Top Rope. Daran erinnere ich mich noch. Eine richtig geile Aktion. Und das ist erst Gordons zweites Match. Von daher müsste Gordon eigentlich jetzt Punkte einsacken. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass Omega hier gewinnt. Ich bin wie immer sehr gespannt, wie ihr euch entschieden habt zu tippen, auf welche ihr so setzt. Setzt ihr auf die Favoriten oder auf eure eigenen Favoriten? Persönliche Favoriten zum Beispiel. Bei mir ist es Vader. Vader ist einfach, ich mag Vader, ich mochte den schon immer. Es fällt mir schwer, gegen Vader zu tippen. Von daher schwierig. Ich habe bis jetzt auch immer für Vader getippt. Deswegen einmal damit gut gelegen. Einmal leider hat Vader da verloren. Naja. Aber was soll's. Hauptsache, es macht Spaß und man fiebert ein bisschen mit. Schöner Moonsault von Gordon. Oh, jetzt hier ein harter Aufgabegriff. Fast sowas wie der Kimura-Lock. Ein bisschen eine Abwandlung davon. Aber noch kein I-Quit vom Cleaner. Schöne Clothesline. Es ist auf jeden Fall ein flotteres Match. Das gefällt mir. Solche Matches sehe ich gerne. Wobei so ein schönes Powerhouse-Match, das kann man sich auch ab und zu mal gönnen. Hier sind zwei absolute Techniker im Ring. Flip Gordon bei Ring of Honor. Sehr, sehr gut. Oh, schöner Knee-Strike. War ja fast schon sowas wie der Claymore von Drew McIntyre. Oh, Backslide sehen wir hier. Doch, ans Seil. Okay. Naja, das sehe ich ein bisschen anders, Frau Edwards. So, klatschender Chop. Aufgeladen zur Victory Roll.
Und auch er kann natürlich den Moonsault, aber viel zu nah am Seil. Wir sind bei 10 Minuten und oh, Reverse Victory Roll, richtig geile Aktion. Richtig geile Aktion, wird angezählt, kommt mit dem Blockbuster geflogen. Holy shit, was für eine geile Aktion von Flip Gordon. Dafür muss er jetzt erstmal raus. Ich glaube, dass Omega ein bisschen verschnaufen will. Nach diesem Blockbuster muss er erstmal ein bisschen durchatmen. Das hat ihn durchgeschüttelt. Ab 10 Minuten ist so der kritische Wert, wo durchaus Entscheidungen fallen können. Und 20 wäre natürlich Time Limit Draw. Einige Vorarms hier. Nee, so geht's nicht. Superkick von Omega. Aber dann Enzo Higiri von Flip Gordon. Oh, aufgeladen. Cradle Brainbuster. Fisherman's Brainbuster. Ah, Tritt geht daneben. Nochmal. Nee, es ist ein Cradle Brainbuster. Es ist nicht der Fisherman's Brainbuster. Und oh, V-Trigger von Kenny Omega. Er könnte ein Cover versuchen, macht es aber nicht. Ah, ich glaube, er will den One-Winged Angel zeigen. Oh, schöner Michinoku-Driver. Das kann ihm in die Parade fahren. Fährt ihm nicht in die Parade. Schöner Kick-Out. Meine Güte, Omega, mach keinen Mist. Sonst muss ich mir Gedanken machen, ob wir überhaupt heute Punkte holen. Jetzt V-Trigger-Versuch von Gordon ist daneben gegangen. Superkick geht durch. Einsteiger. Oh, da holt er schon aus. Irgendwas hat Omega vor. Nimmt Anlauf, krachende Clothesline. Ah, will er es nochmal machen? Jetzt mit dem anderen Arm. Ja, Tatsache. Und das geht auch ein zweites Mal durch. Und oh, sein Bulldog. Trademark von Kenny Omega. Aber er ist platt. Er ist einfach platt. So, was haben die beiden als nächstes vor? Er wartet nochmal ab. Er will ihm nochmal diese Clothesline verpassen. Aber erst, wenn er steht. Und das geht halt auch immer durch. Oh, ah, ich dachte, er geht hinter ihm für den One-Winged Angel. Nein, V-Trigger in den Nacken. Und Poison Runner hinterher. Oh, schöne Kombination von Flip Gordon. Ich glaube, dass Kenny Omega zu lange braucht für sein Cover. Er hätte covern können. Er hätte es längst machen können. Oh, jetzt in die Ringecke und mit Anlauf. Ja, Back Elbow. Cradle Brainbuster. Vielleicht danach das Cover. Oder der One-Winged Angel. Nee. Kenny, lass dir nicht zu viel Zeit. 4 Minuten Matchzeit noch. Oh, Double Underhook. Pile Driver. Und das kann natürlich auch ein Ende sein. Shooting Star Press hinterher. 1, 2 und 3. Und das ist der Sieg. Sehr schön. Der Cleaner, Kenny Omega, holt sich den Sieg und bringt mir 2 leckere Punkte ein. Sehr schön. Wundervoll. Wundervoll. Wir kommen zu Bracket 3. Hier ist Shooting Star Press. Eigentlich eine Standing Shooting Star Press. Bracket 3, NXT. Die AAA und Indie-Wrestler. Und heute trifft die AAA auf einen Indie-Wrestler. Und zwar haben wir das Match hier. Psycho Clown gegen Rusev. Ah, Rusev ist ja momentan Indie-Wrestler. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er es auf jeden Fall noch. Und Psycho Clown bei der AAA. Und ja, wie war deren Performance so? Gucken wir mal wieder auf unsere Schmierzettel. Boah, ist aber auch schwer zu sehen. Ich habe ordentlich gekrickelt. Rusev hat sein erstes Match gegen Adam Cole gewonnen. Und sein zweites Match gegen Dijakovic gewonnen. Also Rusev noch ungeschlagen. Rusev noch ungeschlagen. Während Psycho Clown bis jetzt nur ein einziges Match hatte, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich glaube, er hat nur ein Match gehabt gegen Dijakovic und das hat er verloren. Also Psycho Clown noch gänzlich ohne Punkte. Mein Tipp übrigens für dieses Match ist, Moment, falscher Zettel, Rusev. Ich habe auf Rusev getippt. Mal gucken, ob er seinen dritten Sieg in Folge holen kann. Wen ich da als Gruppensieger getippt habe, weiß ich gar nicht mehr.
weiß ich übrigens nirgendwo. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Vader oder Omega genommen habe. Ich glaube, ich habe Vader getippt als Gruppensieger. Und ich habe Undertaker getippt. Bei den anderen Gruppen bin ich mir überhaupt nicht sicher, was ich da getippt habe. Naja, egal. Ich lasse mich da gerne von ein paar Punkten überraschen, wenn die Gruppenphase vorbei ist. Okay, die geben es sich richtig, aber Rusev hat genug Kraft. Schöner Tritt vom Psycho Clown. Wie gesagt, Psycho Clown erst einmal gesehen. Schwierig einzuschätzen, wie gut er ist. Hat gegen Dijakovic verloren, der dann wiederum gegen Rusev verloren hat. Na, Zeit zum Feiern ist noch nicht. Noch hast du nichts gerissen. Und soll auch nichts reißen in diesem Match. Rusev Body Slam, schöner Oldschool Move. Oh, jetzt geht er hier aufs Seil mit der Headbutt. Flying Headbutt von Rusev und Ground and Pound. Ja, ist nicht so wie bei WWE oder so, dass man da angezählt wird, wenn man zuschlägt. Nein, es wird tatsächlich gefragt, ob Psycho Clown aufgibt. Es zählt als Aufgabegriff. Also wenn du da jemanden 5 Minuten auf die Nase haust und er einfach nicht mehr kann, kann er auch aufgeben. Oh, Samoan Drop von Rusev. In einer bestechenden Form, der Gute. Kommt hier wieder. Nee, ja, traut sich nicht. Feigling. Rusev ist aber auch kein Highflyer. Psycho Clown hingegen natürlich in Mexiko. Da wird geflogen. Der kann das auch. Obwohl Psycho Clown nicht aussieht wie ein Highflyer. Wenn ihr mal Originalbilder von Psycho Clown gesehen habt, der sieht nicht aus wie ein Luchador, aber er bewegt sich wie einer. Finde ich generell in Mexiko krass, wie viele Leute da gar nicht aussehen wie Highflyer, aber trotzdem diese waghalsigen Manöver bringen. Ja, das war der Accolade, aber zu früh, zu nah am Seil. Schöner Konter und Clothesline von Rusev, der mit einem Knee-Drop hier direkt nachsetzt. Ah, Vorarm, den steckt er locker weg, den Faustschlag steckt er auch weg, Whip-In. Und Dropkick, da geht er dann doch zu Boden. Noch ein Dropkick. Und, oh, Mexican Destroyer von Psycho Clown. Ich glaube nicht, dass es reicht. Boah, aber sehr knapp. Wow, schon sehr knapp. Und wir haben erst noch nicht mal 8 Minuten Matchzeit rum. Und Rusev ist am Struggeln. Wer hätte das gedacht? Jetzt mach mal keinen Scheiß, Rusev. Du kannst doch nicht alles gewinnen. Und wenn ich mal auf dich tippe, mich dann hier enttäuschen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die Tipps sind mega schwer. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, es ist super schwer einzuschätzen, wer gewinnt und wer nicht. Also wirklich, da finde ich aber auch gut. Finde ich auch gut. Ist nicht wie so ein Bundesliga-Tippspiel, wo du Bayern gegen Stuttgart hast oder so und weißt ganz genau, das Ding wird zu 98% Bayern gewinnen. Ist aber auch so, wenn ich mal Tipico spiele und ich spiele es wirklich nicht oft. Und ich tippe dann, sehr knapp hier, und ich tippe dann auf Bayern gegen irgendeinen Lulli-Verein und denke mir, ey, sicherer Sieg, scheiß drauf, 50 Euro und wenn nur 5 Euro rauskommen, das Ding ist ja, das sind geschenkte 5 Euro. Nö, dann verliert Bayern natürlich. Hätte ich dann diese 50 Euro auf den Gegner gesetzt, hätte ich wahrscheinlich 500 bekommen, aber nee. Also sichere Tipps gibt es nicht. Wieder der Mexican Destroyer und das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, aber beide gehen hier schon auf dem Zahnfleisch. Ich glaube nicht, dass wir einen Unentschieden sehen werden. Wobei man das auch nicht sagen kann. Die erholen sich ja auch. Dann hat man statt einem Nearfall auf einmal wieder nur einen normalen Two-Count. Oh, Accolade. Accolade von Rusev. Das kann die Aufgabe sein. Nein, er befreit sich nochmal. Ist nicht die Aufgabe. Oh, Rusev, Junge, Junge. Mach keinen Scheiß, lass dich hier nicht mit einem Suplex besiegen. Ja, Fallaway Slam, das war schön. Und German Suplex. Oh, German Suplex Serie. Beim dritten geht er wahrscheinlich ja in die Brücke, die aber zu nah am Seil ist.
Willkommen in Suplex City. Wenn das der Brock Lesnar sieht, ne? Dann gibt's aber Terror von ihm. Dropkick in den Rücken. Oh, bisschen platt, Psycho Clown. Gar nicht gut. Aber auch Rusev muss schon durch den Mund atmen. Haben Schlüpper hochgezogen. Bulldog hinterher. Bei Psycho Clown hängt die Zunge raus. Nein, Spaß. Bei Psycho Clown hängt immer die Zunge raus. Liegt halt an der Maske. Aber er sieht natürlich, wenn die Zunge da so raushängt, sieht er natürlich extra fertig aus. Boah, beide sind ja richtig platt. Was ist denn hier los? Wundert mich, dass wir hier überhaupt jetzt schon auf die 14 Minuten zugehen. So konditionelle Probleme wie beide haben. Aber ey, ich sag ja, vielleicht kriegen wir hier doch ein Unentschieden zu sehen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Und das kann eine ganz böse Aktion werden hier von Psycho Clown. Double Footstorm, der geht durch. Aber kein Cover. Kein Cover, auf was wartet er? Headbutt. Spin Kick in den Magen. Aber das ist alles jetzt nichts, was Rusev fertig machen würde. Fallaway Slam. Psycho Clown steht sofort wieder auf. Sidewalk Slam hinterher. Man könnte es... Oh ja, Acolyte. Acolyte, und ich glaube, das ist der Sieg. Ich glaube, es ist der Sieg. Nein, der gibt nicht auf. Psycho Clown gibt einfach nicht auf. Wunderbarer Slam. Frag mich jetzt nicht, wie der heißt. Nochmal der Acolyte. Jetzt aber. Ah, das Seil... Ne, er kommt nicht ans Seil, er kommt wieder so raus. Ah, heute haben wir ein paar längere Matches, wie es aussieht. 16 Matchtime. Oh, Uranage. Das kann es gewesen sein. Uranage, brutaler Uranage. 1, 2 und 3. Tatsache, shit. Shit. Und er bleibt auch einfach auf ihm liegen. Er kann nicht mehr. Er kann hier einfach nicht mehr aufstehen, Psycho Clown. Wahrscheinlich ist er selber bewusstlos. Ja, aber geile Aktion von Psycho Clown, der einfach mal liegen bleibt. Uranage, das war das Finish. Psycho Clown gewinnt. Ich muss mir das mal kurz hier notieren. Ja, scheiße. Wieder verkackt. Einen richtigen habe ich erst. Das ist schwach. Bracket 4, Bracket D, ist am Start. Wen haben wir heute? Kota Ibushi gegen Chris Benoit. Kota Ibushi gegen Chris Benoit. Was ein Match. Was ein Match. Und los geht's. Ich habe auf Chris Benoit getippt. Na, ich habe immer auf Kota Ibushi getippt. Das ist nie... Also ist nicht immer gut gegangen, glaube ich, oder? Wie habe ich getippt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat Kota Ibushi sein erstes Match gegen Davey Boy Smith Jr. gewonnen. Benoit hat sein erstes Match gegen... Boah, ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Tut mir leid. Ich glaube, es ist Tetsuya Naito gewesen. Da hat Chris Benoit gewonnen. Dann hatten wir Kota gegen Fatu. Da hat auch Kota Ibushi gewonnen. Und dann hatten wir noch Chris Benoit gegen Davey Boy Smith Jr. Und da hat Chris Benoit gewonnen. Also beide mit zwei Siegen gestartet. Benoit und Ibushi. Mal gucken, wer sich den dritten Sieg holt. Wäre natürlich krass, wenn das jetzt ein Unentschieden wird. Dann gehen sie wirklich im Gleichschritt weiter. Mein Tipp, Chris Benoit. Schwierig, dieses Match zu tippen. Aber was soll's, der Crippler wird mir heute Glück bringen. Boah, schöner Jab hier von Kota Ibushi, Bodyslam hinterher. In Bracket D übrigens vertreten ist die WCW natürlich, deswegen ist Chris Benoit da. New Japan Pro Wrestling, also Kota Ibushi. Und Major League Wrestling haben wir noch. Das sind dann Jacob Fatu und Davey Boy Smith Jr., die aktuell noch dort sind. Wenn die natürlich innerhalb unserer Season irgendwo hinwechseln, dann ist es egal. Wir halten uns dann nicht ans Real Life. Aber wir wollen das schon aktuell halten. Also zur nächsten Season wären dann die Kader selbstverständlich aktualisiert. Ah,
hier Strong Style und das geht an Chris Benoit, der ja auch in Japan gewrestelt hat. Also er kennt sich mit diesem Stil aus. In unserem wunderschönen YouTube-Ring. Naja, so richtig schön ist er nicht, aber es passt ganz gut zu diesem Projekt. Mal gucken, ob es, wenn es eine Season 2 gibt, ob das dann auch noch YouTube ist oder ob wir da was anderes nehmen. Vielleicht eins mit Kanalbild. Das wäre doch ganz cool. So, Whippin jetzt. Was sehen wir? Clothesline abgeduckt von Chris Benoit. Dafür muss er den Vorarm einstecken. Chris Benoit schlägt und tritt Löcher in die Luft. Und Knee Strike an die Brust von Ibushi. Harter Tritt an den Nacken. Da sehen wir auch mal, wie hoch Ibushi die Kicks ansetzen kann. Oh, Sharpshooter von Chris Benoit. Das ist niemals die Aufgabe. Aber das ist hart. Harte Aktion. Damit kann man schon mal... Damit kann man auch einen Critical Hit verursachen. Running Clothesline in die Ringecke. Kota fällt in sich zusammen. Aber ich glaube, die sind noch fit genug. Schwierig wird es erst beim Crippler Crossface, wenn Benoit den ansetzt. Weil damit hat er Naito den Critical Hit verpasst. Gut-Wrench Suplex von Benoit. Beide schon... Na, beide müssen schon durchatmen. Obwohl die konditionell auf jeden Fall in der Lage sind, die 20 Minuten zu sprengen. Knee Drop von Ibushi. Na komm, Benoit, bitte. Wenigstens zwei richtige. Ein richtiger wäre schon mager. So schlecht war ich noch nie. Noch keine Nullrunde und noch keine Einserrunde. Es waren immer zwei oder drei. Ich glaube, einmal habe ich sogar vier richtig gehabt. Aber, naja, irgendwann kommt's halt, ne? Dann hat man mal keinen richtig oder eben nur einen. Oh, da ist Benoit verdächtig nah am Seil. Backbreaker. Also Ibushi muss hier im Moment sehr viel einstecken. Zeigt kaum noch nennenswerte Aktionen. Ja, oh, tritt aber Dragon Screw von Benoit. Ist schneller auf den Beinen. Aber was zeigt er hier? Eine schöne Kombination, okay. Ein Spin-Kick. Jetzt will er anscheinend... Oh, er will diesen Knee-Strike zeigen. Und das beendet nicht nur Matches. Das kann auch ein Critical Hit sein. Haben wir auch schon gesehen. Also diese Knee-Strikes von Ibushi mega gefährlich. Genauso wie der Crossface mega gefährlich ist. Aber den zeigt er uns hier noch nicht. Northern Light Suplex. Schade, dass er so nah an den Seilen ist. Nochmal Northern Light Suplex. Und diesmal ist er nicht zu nah an den Seilen. Ach, come on. Ibushi ist ein... Oh, Crossface zu nah an den Seilen. Ja, ja, Break, das wird nix. Und jetzt Ibushi mit der Powerbomb. Ja, Sit-Down Powerbomb. Eigentlich sogar Last Ride. Ein Sit-Down Last Ride. Und... Ah, kann man nicht erkennen, ob es ein Big Splash oder der gefürchtete Diving Headbutt von Benoit war. Da es das Cover gibt, könnte ich mir vorstellen, dass es der Headbutt war. Spin Kick. Also Headbutts und Splashes sind schwierig zu erkennen, je nachdem, wie der Gegner positioniert ist. Wieder dieser harte Knee Strike. Aber zu nah am Seil. Zu nah am Seil, mein Freund. 11 Minuten Matchzeit. Headbutt-Serie von Chris Benoit. Na, kein Crossface. Der Punch, der Tritt. Das ist aber alles nichts, womit man ein Match beendet. Power Slam. Na, er zählt ihn schon mal selber aus. Und Anlauf. Ja, da geht Chris Benoit einfach ganz gechillt aus dem Weg. Einfach mal zwei Schritte nach rechts und schon ist man aus der Gefahrenzone. Und oh, Benoit hat sich selber ausgenockt. Was zur Hölle? Benoit hat sich selbst ausgenockt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Unglaublich. Wenn er deswegen hier das Match verloren hätte, hätte ich mich trotz des falschen Tipps kaputt gelacht. Meine Güte. Chris Benoit, bisschen dusselig. Body Slam. Und jetzt Crossface. Nein, kein Crossface. German Suplex und das wird ein Cover. One, two. Aber Kickout von Ibushi. Teufelskerl. In die Ringecke. Hängt ihn da jetzt auf.
Und verpasst ihm einige Kicks in die Rippen. Oh, das waren aber viele Kicks. Ich glaube, 5 Kicks an der Zahl. Und, oh, Victory Roll eingerollt. 1, 2, 2,9. Meine Güte. Ah, oh, Chris Benoit, Junge. Hol mir den Sieg. Hol mir den Sieg. Ibushi. Jawohl, Crossface. Crossface. Gib auf. Er gibt nicht auf. Nicht zu fassen. Nochmal Crossface. Jawohl. Ah, war schon sehr nah am Seil jetzt. Das hat nicht gereicht. Snap Suplex. Chris Benoit macht hier den Endspurt. 5 Minuten hat er noch. Matchzeit. Und das ist wirklich schwierig zu erkennen. Aber es sah mir nach dem Headbutt aus. 1, 2 und 3. Jawohl. Wenigstens 2 richtige. Und jetzt sehen wir ja, ob es der Headbutt war oder ob es ein Splash war. Können wir jetzt sehen, mit welchem Move Chris Benoit das Match beendet hat. Und es war der Super Diving Headbutt. Sehr schön. Damit habe ich 2 richtige. Das freut mich. Und wir gucken jetzt nicht nochmal aufs Ranking. Wir warten natürlich mal auch mal 1, 2 Folgen ab und gucken uns dann das Ranking nochmal an. Wenn Matchday 8 soweit ist. Nächste Woche geht's natürlich weiter. Ich bin sehr gespannt, wie ihr getippt habt. Im Laufe des Tages, wie immer, wird es die Ergebnisse auch in Zahlen bei Kicktipp geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an dem Projekt. Und ich sage, Rindjahauen, bis zum nächsten Mal.